Ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, an welchem Tag wir sind im Blog oder im Vlog, wie auch immer. Auf alle Fälle, da ist immer schon mal der Kram für Kroatien, weil wir fahren ja heute nach Kroatien. Aber weil wir so tolle Ideen haben, geht es heute noch in den Holiday Park mit dem Cousin von der Jenny, mit der Paten, mit dem Patenkind und mit seiner Frau natürlich. Und darauf erstmal ein Juhu, dass wir hier so ein Chaos noch haben. Dahin ist die Frau. Wir machen uns jetzt auf den Weg, nehmen euch natürlich mit. Good morning in the morning. Ich muss hier mit dem Ding erstmal zurechtkommen, um ehrlich zu sein. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg in den Holiday Park und halten jetzt hier gerade noch mal beim Bäcker und holen uns was zum Beißen, auch was zum Mitnehmen. Normalerweise, wenn wir in so einen Freizeitpark gefahren sind, hat meine Mutter immer Sandwich Toast gemacht, aber da das heute so eine Blitzaktion ist, haben wir da jetzt kein langes und breites draus gemacht. Ich muss hier irgendwie gucken, wie ihr mich da gescheit sehen könnt. So geht's. Oder? Ja. Ja, auf jeden Fall war das so eine Blitzaktion und zwar fahren wir in den Holiday Park. Das ist ja von uns hier nicht weit weg, also 30 Minuten fährt man da. Also ganz viele, die natürlich Kinder haben, haben ja auch so Jahreskarten, weil das natürlich sehr, sehr praktisch ist, wenn man hier sich ein Jahresticket kauft. Ich glaube, das kostet 185 €. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann kann man so oft, wie man möchte, im Jahr dahin gehen. Ja, also wir waren jetzt seit 2018 immer, also schon 5 Jahre her. Und dachten, oh ja, die haben neues Wikiland aufgemacht für Kinder, so ein Wasserspielplatz. Ist jetzt nichts für uns, aber für mein Patenkind ist zwar erst anderthalb, also die kann auch noch nicht so richtig, aber immerhin mal so ein Freizeitpark gehen und der Hund darf auch mit. Und ja, einfach mal schauen, was der Tag so bringt. Heute ist nur bis 17 Uhr offen. Was ich dummerweise vercheckt habe, ist, also ich wollte unbedingt an einem Tag gehen, wo nicht viel los ist. Heute ist Dienstag, aber ich habe vercheckt, dass es Pfingstferien gibt, weil zu meiner Zeit gab es noch keine Pfingstferien. Und ja, ich hoffe, dass jetzt nicht allzu viel los ist. Der Mann kommt mit dem Brötchen zurück. Servus, los geht's. Und los geht's. So, angekommen, Parkplatz auch gesichert. Jetzt gucken wir mal. Also berühmt ist er jetzt immer, der Holiday Park, das kann man mal so sagen. Dennis und Jenny sind noch nicht da. 5 Kilometer. Also ich drehe mal kurz hier um. Ja, also, ja, keine Ahnung. Aber ich gehe erstmal hier sehen auf Toilette. Wo gehst denn du hin? Wir müssen rein. Hallo. Ah, es werde ich. So, wir sind jetzt im Holiday Park. Warten jetzt hier auf die Familie Köy. Ja, also Holiday Park, wie gesagt, ist nur 30 Kilometer von uns, oder? 30 Kilometer entfernt. 30 ja, also Minuten, quasi um die Ecke. So etwa. Wir waren schon als Kind hier. Thomas' Mama hat hier gearbeitet früher in der Burg. Ich glaube, so hieß es damals, ja. Ja, also die haben viele Sommer hier verbracht. Also wir waren, also von mir hat jetzt niemand hier gearbeitet, aber wir waren auf jeden Fall jedes Jahr hier. Und zu der Zeit hat sich natürlich vieles verändert. Und ja, ist eigentlich ein ganz schöner Park, man kann sich angucken. Ich glaube auch der erste Freefall Tower war tatsächlich hier im Holiday Park. Und ja, wir können ja später mal so ein Fazit zu früher und heute machen und generell. Genau, wie gesagt, wir warten jetzt und da drüben sind die Biene Maya und der Vicky. Zum Fotos machen stehen die bereit und der Freefall Tower ist hier auch gleich um die Ecke. Also, wir sitzen jetzt hier so im Zentrum vom Holiday Park. Hier ist quasi der Freefall Tower. Man sieht, wir warten immer noch auf Familie Köy. Also hier hat man so Souvenirshops und Snackbars außenrum. Dann ist da eine Theaterbühne. Hier sieht man so ein Schachbrett. Da ist so wie so ein Wasserspiel. Das ist der Freefall Tower. Und hier ist wie so eine Theaterbühne. Da läuft irgendeine Show. Und hier ist aber auch irgendwie so ein Fahrgeschäft. Also ich denke, das heißt irgendwas mit Heidi. Ich habe das noch nicht so ganz geschnallt. Aber irgendein Fahrgeschäft ist es, ja. Und hier ist eben eine Freefall Tower. Und ja, das ist so das Herzstück von dem ganzen Park. Hallo! Ja. Ah. Nee. Ja, direkt am Tisch. Ja, machen wir fest drin. Die geben sich runter. Mal abwarten, ne? Lass ihn doch ab. Das geht nicht.
Oh. Du bist einer oder so? Komm. Ah ja, oder? Ja. Ich bin do hier und nicht. Du kannst nur geradeaus und dann rechts. Wer kann. Ah, ich muss mal dahin. Ich mach noch 1 Euro, wenn der da habe ich. Danger, danger. Ready and hit. It's a little hard, buddy. Fast? Fast heißt du. Und, was ist dein erster Eindruck? Yo! Ich durfte aber nirgendwo mitfahren im Wiener Meierland. Ne? Ich möchte auch so Gurken wie die Ella. Das ist schon geil, oder? So, da haben wir das Wikiland. Also, wie gesagt, wann war unser letzter Besuch? 18, 17. Also morgen gefilmt. Ich ah, ja, sehr gut. Schau, ich mach du Armut. Oder ich mach. Ja, ich mach, aber ich hab nur 100. Ich bin so kleiner. Dann guck mal, ich hab noch Kleingeld. Ich war doch am Moment vor erst am Moment. Can you change money? Oh. Samo. Samo. Was mach ich? Vielleicht ist jetzt ja noch was. Ich hab's. Das gibt's schon. Schatz! Ich bin nur ein bisschen schmutzig! Du darfst da herkommen! Einem sagt alle runter! Das geht doch gar nicht! Muss ja auch schwierig sein, ne? Das geht gar nicht! Doch, das geht! Machst du mir jetzt vor? Ich bin selbst sehr schlecht im Ziel. Also ich mach mal. Oh, Schatz, kannst du das? Nee, du machst es. Oh, ich kann das nicht. Oh. Mach Emo noch, dann machst du. Beide, komm. Das ist sau schwer. Heide Hitchenspieler, Heide. Was? Oder oben auf dem nimm schon auf. Was siehst du denn das, ob das aufnimmt? Da ist rotes Licht. Oh. Jetzt kommt von lieber alles trocken ist. Jenny. Das wie soll ich das gewässt sind? Mit deinem rechten Ellenbogen, ich hab's gesehen. Nee. So? Ja? Ja? Ich hab noch Thai Boxer gemacht. Was
So, auch hier noch eine kurze schnelle Aufnahme. Das war's jetzt. Wir haben jetzt kurz vor 3, 15 Uhr. Jo, ich konnte eh nichts fahren wegen meinem Rücken, wegen Bandscheibenvorfall. Der Rest war auch relativ verhalten. Und jetzt geht's ab nach Hause. Oder gehen wir noch, vorher noch zu den Großeltern von der Jenny. Da auch nochmal Ciao sagen, Tschüss sagen. Und dann wird noch der Rest verpackt, eingepackt zu Hause. Und dann werde ich mich nochmal schlafen legen. Und heute Abend um 23 Uhr geht's dann Richtung Kroatien. Oder was sagst du? Jo. Jo, allop, bis später. So, um das Video an der Stelle jetzt mal zu beenden. Mein Fazit zum Holiday Park. Also wie gesagt, wir waren schon seit 2018 nicht mehr da. Also es hat sich schon einiges verändert zu damals. Also schon zu überhaupt früher hat sich viel verändert. Aber also es hat sich nochmal verändert in dem Sinne, dass eben jetzt diese das Wikiland gibt es jetzt, dann gibt es einen Wasserspielplatz, das finde ich ganz cool. Wir waren zwar nicht drauf, weil die Ella ist leider noch viel zu klein, also die darf gar nirgends eigentlich drauf, außer auf dieses Pferdekarussell, da war sie drauf. Und ich meine, es war jetzt eben ein bisschen blöd, weil der Dommer eben den Bandscheibenvorfall hatte und jetzt gar nichts fahren konnte und ich muss ehrlich sagen, ich hatte gar keine Lust, mich anzustellen. Ja, wir sind davon in den letzten Jahren etwas verwöhnt, weil wir waren wirklich, also Freizeitparks ist eigentlich schon so unser Thema und wir lieben auch Achterbahnen und waren eben in den Staaten in Six Flags und ja, in Orlando in Disney Worlds, also da gibt es ja 4 verschiedene Länder. Dann waren wir in SeaWorld und wir waren in den Universal Studios, tatsächlich in Orlando, Hollywood und sogar auch in Singapur. Also da fehlt uns doch Japan, dann haben wir alle. Und wir sind riesen Fans von den Universal Studios, also da kann gar nichts hier mithalten. In den Warner Brothers Movie World hier in Deutschland waren wir, glaube ich, vor 2 Jahren oder so. Aber man muss halt sagen, wenn man in den Staaten eine Zeit lang in den Freizeitparks unterwegs war, ist man in Deutschland wirklich enttäuscht. Aber ich finde, man muss sagen, der Holiday Park für einen Park, der jetzt gerade um die Ecke liegt, ist schon okay. Also er ist ziemlich klein. Wir hatten den alle größer in Erinnerung. Was ich ganz gut finde, ist, man kann auch da einen Fastpass kaufen. Das haben wir nämlich immer gemacht. Und ja, ich finde das richtig, richtig gut. Ja, der kostet nochmal 35 Euro mehr. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt hier nicht um die Ecke wohnt und kommt extra in diesen Park gefahren, um den zu sehen, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Wenn eben viel los ist. Ich muss sagen, heute, obwohl Pfingstferien sind, war es echt okay. Also der Dienstag war eine gute Wahl. Es war jetzt nicht überfüllt, aber nichtsdestotrotz, natürlich gibt es nicht so viele Attraktionen. Also es gibt, sage ich mal, für Erwachsene die G-Force. Dann gibt es, ich weiß nicht, das heißt jetzt, glaube ich, der Wirbelsturm oder so. Das ist die kleine Achterbahn, die gab es auch schon immer. Es gibt die Teufelsfässer, den Donnerfluss. Ich glaube, der Donnerfluss heißt jetzt aber anders. Das ist dieser Reifen, diese Wild... Splash heißt es jetzt, okay. Der Reifen, wo man quasi drin sitzt und fährt. Die Teufelsfässer ist eben die normale Wasserbahn. Und den Freefall Tower, ich würde sagen, das ist so das, was es für Erwachsene gibt. Dann gibt es noch so ein Kettenkarussell, was bis nach ganz oben geht. Das wäre ich ganz gern gefahren, aber ich hatte da auch keine Lust, in der Hitze mich anzustellen, um ehrlich zu sein. Ja, dann gibt es noch so ein paar kleinere Sachen, die vielleicht auch ganz okay gewesen wären im Wikiland oder so. Ja, also ich sag mal, für das, dass der Park hier um die Ecke ist und wenn man jetzt, ja, wenn man jetzt ältere Kinder auch mit dabei hat, ist es okay. Ich finde es super, dass man den Hund mitnehmen darf. Das finde ich sehr, sehr familienfreundlich. Vor allem, er kostet auch nichts extra. Das finde ich super, muss ich sagen. Und was wirklich hier ganz gut ist, man hat immer so Angebote. Also wir haben das Ticket jetzt gekauft für 35% Rabatt, weil es da so ein Rabattgut gab. Und Dennis und Jenny haben den Muttertagsrabatt genutzt. Das heißt, die haben nur einen Erwachsenen bezahlt und der andere Erwachsene war kostenlos. Das gibt es auch jedes Jahr. Ich glaube, das Jahresticket kostet 185 Euro, wenn mich dann alles täuscht. Klar, wenn man hier in der Nähe wohnt und kann halt auch mal so einen halben Tag mit seinen Kindern hierher fahren, ist es, glaube ich, also hinfahren, dann lohnt es sich mit Sicherheit. Ich meine, gut, man muss halt eins bedenken, Parkgebühren kosten 10 Euro. Das muss man natürlich dann auch immer bezahlen. Das ist natürlich zu bedenken. Und da drin gibt es natürlich auch viele Sachen, die einfach Geld kosten. Also es gibt viele solche Spielhöllen und... ich bin der Fan von solchen Spielhöllen. Leider kann man mich damit kriegen. Und den Dennis, glaube ich, schon auch. Ja, mit so Krapschautomaten und so weiter. Und wenn das natürlich die Kinder sehen, ist natürlich blöd. Kostet 1 Euro so ein Spiel. Aber ja, bis man da was gewonnen hat, muss man ja bekanntlich viel Geld reinstecken.
Und ich sag mal so, die Preise fürs Essen waren, so wie es in einem Freizeitpark halt ist, einfach überteuert. Also wir hatten jetzt pro Menü bei der GeForce quasi, da gab es Hamburger mit Pommes und einem Getränk und ich hatte so Chicken Strips mit Pommes und Getränk und der Mama hatte einfach nur Pommes und ich habe jetzt für die Pommes und, also wir haben uns das geteilt, halt diese Hähnchenteile, habe ich schon 20 Euro bezahlt, ja, für quasi, ja, ein Menü mit Getränk und die Pommes. Ist natürlich nicht günstig, klar, man macht das nicht immer, das Essen ist natürlich jetzt auch nicht berühmt, aber es war jetzt auch nicht ganz so schlecht, aber ja, kostet natürlich auch alles sein Geld. Dann kann man natürlich Eis kaufen, Waffeln, Dunkin Donut ist da drin. Ja, dann kann man auch noch so diese Slushs holen und da gibt es auch eine Flat. Wenn man so eine große Flasche für die Kinder holt, können die das immer wieder auffüllen. Aber was das kostet, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Also der Becher von diesem Slush hat, glaube ich, 7 Euro gekostet, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt auch einige Souvenirläden, wo man sich dann auch Plüschfiguren kaufen kann oder Magneten und T-Shirts und so Geschichten. Also Plüschfiguren gibt es Pepper Woods, es gibt Heidi, weil die Heidi-Welt ziemlich neu ist. Die ist ganz schön gemacht mit der Tabaluga-Achterbahn. Und es gibt eine Wasserwelt. Ja. Das habe ich schon gesagt. Ja, wie so ein Parcours, wie so ein Wasserspielplatz, wo man durchlaufen kann. Die Heidi-Welt war ganz schön, ja. Und ja, dann gab es halt wie so ein großes Schachbrett, wo man dann auch so wie so ein Wasserspielplatz hat. Also für die Kinder ist es schon schön. Für Erwachsene, ja, man kann hin, wie gesagt, also wenn man die GeForce mal fährt und die andere Achterbahn und den Freefall Tower und die zwei Wasserbahnen, hat man auch schon was gesehen. Also es lohnt sich da mal hinzufahren, aber ja, es ist jetzt halt so, als müsste man jedes Wochenende dahin. Wenn ihr wisst, was ich meine. Genau, aber so ist es eigentlich ganz schön gemacht. So, vom Fazit her, um 17 Uhr macht der Park heute zu. Wir sind früher, weil klar, für die Kleine, die ist erst anderthalb, ist es natürlich anstrengend, für den Harrison auch, deswegen und für uns auch. Also wir sind jetzt auch echt platt und fahren ja heute Abend noch in Urlaub, aber ja. Also ich würde sagen, schlecht ist es nicht. Wenn ich jetzt von einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsste, dann würde ich die Parks in Amerika außen vor lassen, weil das kann man echt nicht vergleichen. Also so für die deutschen Parks, muss ich sagen, finde ich einen Holiday Park jetzt eigentlich schon von den Fahrattraktionen besser wie Warner Brothers Movie World, würde ich sagen. Oder was sagst du? Weil ja, Warner Brothers war auch nicht groß. Aber auch so. Nee, deswegen. Aber definitiv voller wäre es jetzt dort gewesen wahrscheinlich. Nein, ich meine, hat es dir Warner Brothers besser gefallen oder, also würde es dir Warner Brothers von den Fahrattraktionen besser gefallen oder im Holiday Park, wenn du jetzt alles fahren könntest? Also ich würde sagen, ich finde einen Holiday Park von Attraktionen meiner Meinung nach besser. Also jetzt rein nur gewertet wirklich, was gibt es zum Fahren für Erwachsene. Und nächstes Jahr macht da eine Schlumpfwelt auf, da wo früher die Burg Falkenstein war, also... Ja, alle waren ja total geschockt, dass die zugemacht hat. Ne? Also jeder kennt ja die berühmte Burg Falkenstein. Das war ja Pflicht, die zu fahren, wenn man da ist. Da kommt die Schlumpfwelt hin. Ja, was man auch sagen muss, ist, dass manche Attraktionen, wie zum Beispiel die Wasserbahn und die GeForce, haben erst um 12 Uhr geöffnet, obwohl der Park schon um 10 Uhr auf hat. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen blöd, weil da natürlich alle hinstürmen und Schlange stehen. Aber gut, ist es vielleicht auch wegen der Saison jetzt. Ich denke mal, wenn jetzt Hochsaison ist, dass sie da auch früher aufhaben müssen, würde ich mir denken. Ja. Also ich würde von der Skala von 1 bis 10 bei den deutschen Freizeitparks, also natürlich mit einem Europapark ist es gar nicht zu vergleichen, ne? Also ja, ich würde den bewerten mit einer guten 7, würde ich sagen. Also man kann auf jeden Fall hin. Es ist vielleicht auch nichts, wo man jetzt, wenn man von weiter weg kommt, 2-3 Mal hin muss, aber man kann sich auf jeden Fall mal angucken, ist ein schön gemachter Park. Und ich denke, wenn man hier in der Gegend wohnt und hat Kinder, so im Alter von, würde ich mal sagen, zwischen 6 und 10, dann ist es schon eine schöne Sache, wenn man hier ein Jahresticket hat und kann öfter hin. Ich denke, die Kinder haben da richtig Spaß. Also gerade diese Wasserspielplätze und so sind wirklich nicht schlecht gemacht. Genau, soviel zu meinem Fazit. Willst du jetzt hier noch Fazit? Nee. Okay. Dann beende ich jetzt hier mit dieses Video zum Thema Holiday Park.